Ihr habt vor, in euer Bad oder Sauna irgendwas anzuschließen, wie zum Beispiel eine Steckdose oder Schalter oder sonst irgendwas. Auf was muss ich denn da überhaupt achten? Das erkläre ich im heutigen Video. Ein wunderschön herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute geht es um die besonderen Räume, Arten. Auch was muss man beachten, was kann ich machen? Zum Beispiel in ein Bad, Sauna, da habe ich mir hier mal mein Fachkundebuch geholt. Wenn ihr dann auch so ein Buch haben möchtet, geht auch Europa oder Europa Lernmittel, Fachkunde, Elektrotechnik und dann könnt ihr es euch bestellen. Echt die verschiedenen Bereiche, Räume, Badewanne haben erstmal einen Bereich 0. Da darfst du überhaupt keine Steckdose anschließen, weil da kann ja Wasser kommen oder da ist ja Wasser drin und elektrischen Strom und Wasser. Wasser ist ja leitend und das ist wieder nicht so schön. Und bei der Installation von Räumen mit Badewanne oder Duschen unterscheidet man nach DIN VDE 0100 Teil 701 die Bereich 1 und 2. So, Bereich 0 umfasst das Innere der Bade- oder Duschwanne. Bereich 1 ist durch die senkrechten Fläche um die Bade- oder Duscheinrichtung begrenzt. Zum Bereich 1 gehört auch der Raum unter Bade- oder Duschwanne. Da heißt, diese Wände, von wo eben diese Fliesen drauf sind, darf keine Steckdose rankommen oder darunter, weil das kann also Wasser abbekommen und das ist nicht erlaubt. Dann gibt es noch einen Bereich 2, schließt zeitlich an den Bereich mit einem Breite von 0,6 Meter an. So, das sind hier 60 cm Mindestabstand zu der ersten Steckdose. Das heißt dann, wenn du darüber bist, dann kannst du da dann normal eine Steckdose anschließen. So, eben dein LED-Schalter, LCD einbauen dazu und fertig bist du. Ja, bei Duschen ist das wieder komplett überhaupt nicht sinnvoll. Der hat dann auch wieder die gleichen Bereiche. Saunaanlage. In Saunaanlagen gibt es vier oder drei Bereiche wieder. Ja, in Saunaräume sind alle Stromkreise mit Ausnahme der Saunaheizung durch Fehlerstromschutzeinrichtung I-Delta-N unter 30 mA. Zu schützen. In Saunabereichen dürfen keine Steckdose installiert werden. Überhaupt keine. Nicht Steckdose, sondern für dein Handy lade, auch das ist nicht erlaubt. Ja, Bereich 1 überhaupt nicht, Bereich 2 auch wieder nicht und Bereich 3 ja auch wieder. So, Bereich 1 sind nur Betriebsmittel zulässig, die zu Saunaheizgeräte gehören. Betriebsmittel im Bereich 3 möchten eine Umgebungstemperatur von 125 Grad standhalten. Möchten eine Umgebungstemperatur von Leitungen für den Bereich 3 sind für eine Umgebungstemperatur von mindestens 170 Grad auszuwählen. In Bereich 2 besteht keine Anforderung an die Temperaturfestigkeit der Betriebsmittel. Auch hier 1 überhaupt nichts. Nur was dann eben zu dieser Sauna direkt dann auch gehört. Bei der Zone 2 besteht keine Anforderung von Temperaturfestigkeit.
aber in Bereich 3. Das sind ungefähr 1 Meter nach oben von Estrich oder von dem Boden. Da müssen die Gerätschaften mindestens 125 Grad standhalten. Es gibt dann auch noch einen Bereich Landwirtschaft und datenbauliche Betriebsstätte. Da sind die Vorschriften für die Installation getrennter Wohngebäude gelten allgemeine Bestimmungen. So, ja, in so Landwirtschaft musst du auch nochmal genau achten, auch auf diese DIN-Form achten. Da schaut dann einfach dann im Buch nach, legt nach euch nochmal nach oder fragt da am besten ein Fachpersonal Richtung Elektriker, Elektroniker, der es eben gelernt hat oder studiert hat, und dann hilft er euch sicherlich dabei. So, dann gibt es noch Medizinräume. Da musst du ein IT-Netz einbauen. Das heißt, wenn ein Fehler auftaucht, wird erstmal nur eine Fehlermeldung kommen, dass diese OP weiterführen kann. Sobald mehrere Fehler auftauchen, soll dann ein wird das Gerät warnt dann erstmal und dann schaltet es aus. Und dann sollte man sich am besten in Sicherheit bringen. Ich habe dann nicht mehr an Räume mit besonderer Art und Weise. Es gibt auch noch viele andere Räume, aber das sind so die artdämlichen Räume, die wichtig sind. Zum Beispiel Badinstallation oder Saunabereich. Da muss man achten und dann, ja. Hoffe ich mal, kommt ihr da gut durch, ohne dass ihr euch verletzt, und haltet bitte die 5-Sicherheit-Regeln ein. Freischalten, den Wiedereinschalten sichern, Spannung, Freiheit feststellen mit ein, zwei, wie zum Beispiel ein Dyspol oder zwei Spannung, Prüfmächte-Regeln, wo dann beide mächten könnt und dann alle Spannen oder alles, was unter Spannen steht, Teile können die einfach abdecken oder abschirmen. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen, traumhaften Tag von diesem Technikvideo. Wir sehen uns dann das nächste Mal hier wieder. Hier zu einer neuen Folge zu Technik-Video. Und somit sage ich euch noch einen schönen Abend. Kommt gerne auf meinen Discord-Server. Bis dann. Tschüss.